Hey ho und willkommen zurück zur neuen Runde Open TTD. Ja, nach der Einzelfolge, die ja gestern extrem spät rauskam, geht es dann heute regulär, hoffe ich, weiter. Also, das heißt, wenn es klappt, 20 Minuten Folgen ab sofort und dann auch wieder täglich und ne? Ja, was heißt, also auch wieder täglich, kam ja die letzte Zeit täglich. Also, von daher. So, und da habe ich jetzt ein paar Sachen. Ich habe ja ein bisschen was rausgeschrieben. Yippie, aus euren Kommentaren. Und danke, danke, danke. Ne? Kennt ihr ja schon. Und zwar einmal Regin war das, glaube ich. Wenn mich das jetzt nicht. Ich hoffe, das habe ich auch richtig ausgesprochen. Vielen Dank für die Hilfe mit der Musik. Ja, ich habe nämlich da jetzt ein paar Sachen auf meinem Rechner rumfliegen dafür. Kann man so sagen. Und ja, falls ihr wissen wollt, wie und was, warum, ne, guckt einfach in den letzten Kommentaren, wenn man die dann findet. Ich weiß es nicht, weil Google die ja so schön, ja, ich mache ja mal hier weiter, so schön umgebaut hat. Und ja, damit das jetzt hier im Hintergrund auch ein bisschen dudelt, ich hoffe, das ist von der Logic auch okay. Ich habe da eben einen Test gemacht, da ging das eigentlich. Jetzt hoffe ich, dass es auch dabei bleibt. Moment, mache ich die mal an. Das war sie noch nicht. So, jetzt sitzt im Hintergrund ein bisschen. Jetzt hoffe ich, dass er das auch vernünftig abspielt. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo meine Einstellungen dafür sind. Wenn nicht, muss ich das gleich jetzt von nochmal selber umstellen, wenn der irgendwie das Lied wiederholen sollte. So, jetzt haben wir ein bisschen chillige Musik im Hintergrund. So, machen wir auch gleich weiter. So, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben ja letztes Mal hier diese tolle kurze Kohlestrecke gemacht. 60 Tonnen, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Eigentlich könnte man die. Stimmt, die waren ja so überlastet, aber das legt sich hoffentlich bald. Indem wir die irgendwie. Oh mein Gott. Ernsthaft jetzt? Puh, das hat ja extreme Auswirkungen. Wo ist denn der andere? Ist der schon wieder auf dem Rückweg oder ist er gerade noch hin? Ach schade, er ist gerade auf dem Rückweg. Sieht eigentlich bei dem aus? Bei dem ist das genauso. Ne, bei dem geht's hier. Dann machen wir das doch mal. Jetzt, wir haben hier genug Knete. So, fahr mal. Entleere dich deiner. Nein, doch. Nein, du solltest doch. So. Das ist das Problem, weil da einer stand. Naja. So. Du bekommst jetzt noch eine Lok davor geklemmt. Dann ist der aber. Dann ist der zu lang für diesen Bahnhof. Naja, gut. Dann müssen wir halt den Bahnhof ein bisschen verlängern, oder? Machen wir das mal. Verlängern wir ein bisschen den Bahnhof. Ja, sieht wahrscheinlich jetzt scheiße aus, aber naja, nee, gut. Ach, sieht das kacke aus. Na egal. Ist halt wie ein Kopfbahnhof jetzt. Hat auf jeden Fall genug Länge. So, weil den kann ich nämlich hier die Kohletransporter auch nochmal umbauen. So, ansonsten, was ist jetzt noch geplant? Also in den nächsten Folgen ist geplant. Hier irgendwas mit den Tonmineralien machen, vielleicht? Ne, gar nicht wahr. Mit dem Bauxit. Weil da haben wir ja schon die Strecke. Dann habe ich noch ein paar Sachen von euch jetzt aus den Kommentaren übernommen. Und zwar ein Hafen nach Friedrichstadt. Ich glaube, das war irgendwo da, genau. Und dann quasi hier hinten Georgs Marienhütte anschließen. Welche da irgendwie auch einen Fischereihafen haben, oder? Wo man Fisch hinliefert. Okay. Welcher hier ist? Oh, cool. Könnte man mit Schiffen auch realisieren. Dann
hatte Wassersturm nochmal gestrieben. Nein, geschrieben natürlich. So, was haben wir denn hier, hä? Meldorf Fischgründe. Meldorf Tal, aber das sind doch auch Fisch. Ach so. Weil das beide zum Meldorf gehört. Ah, okay. Boah, hier haben wir drei Fischgründe. Meine Fresse. Über Hamburg. Hier ist Hamburg. Und Rostock war doch irgendwo hier. Genau. Könnte man natürlich machen, dass wir das Ganze hier über Hamburg umleiten und hier so einen Durchfahrbahnhof machen. Das würde jetzt noch gehen. Hamburg wächst noch nicht. So? Gar nicht aktuell. Naja gut, da fährt auch nicht viel hin, aber das könnte man ja noch machen. Was haben wir hier eigentlich? Hier geht's. Oder? Die wächst so auch nicht. Jetzt wächst sie mal. Naja. Hier ist schon besser, oder? Ja, 18, jeder 18. Tag. Wow. Da brauchen wir vielleicht bald sogar eine Strapazenbahn. Der Hauptbahnhof ist natürlich immer leer, weil die hier nicht rüberkommen. Da müssen wir denen mal helfen, dass wir hier selber Brücken drüber bauen. Dann bauen die nämlich auch auf der anderen Seite weiter. Weil so kommen sie schlecht rüber. Sie müssen erst hier. Aber erst will ich den Bahnhof umgestalten, was die Struktur angeht. So, und jetzt habe ich natürlich den einen Zug verpasst. Ne, doch nicht. Hier ist einer. Na toll, jetzt habe ich die Musik hier die ganze Zeit im Ohr. Ach, er geht automatisch weiter, das ist gut. So, du fährst bitte ins Zugdepot. Na toll. So, kommen wir zu noch einer Neuerung. Jetzt haben wir Friedrichstadt als Hafen, Rostock über Hamburg geführt und kommen wir zum Thema Flughäfen. Ich habe den Namen vergessen, wer mir das geschrieben hat. Auf jeden Fall ein Flughafen zwischen Osnabrück und Buxtehude. Nein, Buxtehude natürlich. So. Jetzt sollten die hier auch entsprechend dann beschleunigen. Da ich natürlich nicht geguckt, ob die anderen. Genau. Ob die anderen Bahnhöfe das so. Ja, der hier reicht und. Hier haben wir eh, glaube ich, einen langen. Ne, nicht ganz. Siehst du, das ist nämlich jetzt auch wieder ein Problem. Müssen wir nochmal ein Gleis dranhängen. So. Das passt schon. Jetzt braucht er nämlich länger, leider. Würde es aufladen. Natürlich doof. Gucken wir mal nach Kohle. Hatten wir da auch nur 5? Ja. Wir machen was da so. Machen wir es da auch so. Schick ist was anderes, aber naja. Ich könnte es auch abreißen und neu hinsetzen. So. Jetzt sieht man natürlich noch nichts von der Schnelligkeit oder so. 128 ist normal, aber wenn man jetzt gleich, wenn er auf dem Rückweg ist, wieder voll, dann sollte das gehen. Ach, wie süß. Weil das ist eindeutig zu langsam. Die Hälfte der Geschwindigkeit. Das geht doch nicht. Mal schneller, dass ich dir da helfen kann. Ach, 2 Millionen schon. Was sollen wir denn da noch mitmachen, ey? Ach, da kommt noch so ein kleiner. So effektiv ist das Ding so nämlich so eigentlich auch nicht, was diese Abladedinger halt. So. Puh. Angeht. Weil normalerweise macht man das bei solchen Dingern, wo man viel ablädt, so dass man einen Durchgangsbahnhof macht. Also die kommen hier rein und hier hinten fahren sie wieder raus und fahren hier einmal rum, damit das hier nicht zu einer Blockade kommt. Wenn man hier reinfährt und dann der wieder raus, aber hier will gerade einer rein. Aber naja, gut, das ist noch vertretbar. So, tut mir leid. Und auf geht's. So, und jetzt gucken. 76. Ja, schon schneller als vorhin.
Noch nicht atemberaubend schnell, aber mal sehen. Er fährt aber schon mal über 80 und nicht mehr 69. Das ist schon mal gut. Na, er kann auf jeden Fall beschleunigen. So, das hilft natürlich. Gut. Also er beschleunigt hier jetzt bei 106. Das sollte 107 vielleicht sogar schon, habe ich gerade gesehen, reichen. So, und jetzt, was wollten wir uns denn noch kümmern? Genau, wir wollten uns um das Bauxit kümmern. Aber erstmal mache ich jetzt irgendwas mit anderen Sachen. Also nicht nur mit Zug, sondern wir gehen jetzt hier zu da, Friedrichstadt und machen einen Hafen. Ich baue übrigens ziemlich wenige Häfen, muss ich ehrlich mal dazugeben. Das heißt also, ich weiß nicht, und das ist ein Äquädukt, glaube ich. Äquädukt, genau. Ja, gut, hier ist ein. Aber wir brauchen hier keinen. Machen wir den 2 breit. Eigentlich ja total unsinnig, aber. Und am besten wäre der hier, ne? Ich habe noch nie das wirklich gebaut. Noch 66.000. Pff, haben wir doch. Wie baut man das denn jetzt eigentlich? Ich kenne das doch eigentlich nur so, ne? Ja. Brauche ich jetzt eigentlich da? Hör mal, ich baue das mal. Jetzt müssen wir halt immer ein bisschen Geld ausgeben. Ungeeigneter Standort. Okay, verstehe. Was bist du? Eine Schleuse. Ja, okay. Das ist eine Boje, das kenne ich schon. So, wenn ich das jetzt hier so mache. Ja, Geld verschwenden, yippie. Und hier hoch. Total unnötig. Muss auch Wasser gebaut werden. Nein, oh Gott, warum fange ich das falsch an? Ich bin so ein Dodeli. Das geht ja mal gar nicht. Weg. Das da will ich haben. Ja, so. So sieht doch so ein Dön aus. Hafen. Naja, schön ist was anderes. Bisschen schöner. Bisschen. Und weil wir ja natürlich auch schlimm sind, werden wir das ganze Ding hier mal ein bisschen begradigen. Nein, das wollte ich eigentlich nicht weg, das wollte weg. Der Natur immer einen Streich spielen. So. Bin ich ja mal gespannt, was der hier. Ach, muss ich wahrscheinlich abreißen, ne? Ja. 133.000. Gut. Mir doch wurscht. Das war jetzt nicht wurscht. Das war zu viel. Nein, ne? Ebenes Land erforderlich. Jetzt kommt nämlich das Teure. 27.000 für ein Stück Land. Meine Güte. Hä? Ebenes Land. Ach so. Ah, ja, jetzt brauchen wir nämlich. So. Genau. Da muss nämlich eine Schleuse hin. Sieht doch schick aus, oder? Ja. Gut. Und jetzt, ja, hier oben haben wir natürlich schon alles quasi vorbereitet. Also wenn, dann müssen wir das Stadion noch mitnehmen. Hier kriegen wir sogar Nahrungsmittel geliefert durch die da. Nee, aber wenn, dann machen wir da noch ein extra. So. Schick. Georgsmarienhütten Hafen.
Friedrichstadt Hafen. Okay. So, jetzt brauchen wir noch einen. Ein hier, sag schon. Ein so eine Werft. Mach das, weil es mir Spaß macht. So. So. Neues Schiff. Das ist was ich wollte gerade sagen. Was? Wir haben kein Dings, aber wir haben ja da eins. Schiffchen fährt zu Friedrichstadthafen und fährt zu. Ich hoffe, das ist eben nicht zu weit. Beziehungsweise wir machen das mal anders. So, wir machen da mal ein paar Bojen, damit die, also quasi als Wegpunkte. Sonst würde der nämlich sonst wo lang fahren. So. Hitzackerboje, ja, meinetwegen. Passt. So, fahre zu der Boje. Fahre zu der Boje. Ich glaube, es ist normalerweise total überflüssig, so viele Bojen zu machen, aber ich finde, das sieht irgendwie schöner aus, ne? Oder nicht? So, jetzt muss man das Ganze natürlich auch wieder zurück machen. So. Genau. Und Schiffchen fahren. Unser erstes Schiffchen. So, nach einem Jahr Bauzeit. Für den Kanal quasi. Und ich stelle die deswegen übrigens nicht auf. Ja, bisschen blöd gelegt, aber naja. Deswegen nicht auf Vollladen, weil es mir eigentlich egal ist, ob das Ding jetzt irgendwie was auflädt oder nicht. Eigentlich sollte jetzt hier vielleicht doch nochmal was kommen. Es wartet nichts. Keiner wieder hoch. Was ist das für eine schnöde Stadt? Na egal, dann fährt das Ding halt minus ein oder so. Erstmal fährt's. Fährt er auch richtig. Das ist das Ding langsam, sogar auch schnell. Ui. Aber schön fährt es. Jetzt kaputt gegangen. Naja. So. Hier auch nichts. Wartet hier unten jetzt endlich was? Ja, 70 Passagiere. Mein Gott, hat ein bisschen gedauert. Gut, haben wir das auch. Was ist das denn? Ach, St. Andreas Berg. Was haben die denn da stehen? Eine Schmiede? Die haben da eine Schmiede stehen. Ich werde ja nicht mehr. Ist ja gar nicht mehr so weit weg. Wie cool. Stimmt, da habe ich schon 20.000 andere übersehen. Holzverarbeitung haben wir hier auch. Hatten wir das nicht irgendwie schon mal? Ja, hier unten. In Celle. Genau, wo die Baustoffe ja noch warten, abgeholt zu werden. Ja, gut. Ach, sieht das schön aus. So, nebenbei dudelt die Musik natürlich. Passt. So, dann hätten wir Friedrichstadt schon mal mit Hafen verbunden. Dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt mal Flughäfen, ne? Wir sind ja nicht so Flughäfen. Was haben wir denn da? Kleine Flughäfen, große Flughäfen geht noch nicht. Drehkreuze geht auch noch nicht und Hubschrauber auch noch nicht. Wir können nur kleine, wir können nicht mal Nahverkehrsflughäfen machen. Ist ja süß. So, und da war ja der Wunsch von Osnabrück nach Buxtehude. Buxtehude weiß ich, haben wir hier oben.
Lohnt sich das, wenn ich den da dran klatsche? Eigentlich schon, oder? Eigentlich müsste das Stadion aber auch verbunden werden. Das könnte man allerdings mit Bussen quasi noch anbinden. Machen wir es erstmal. Oh, Buxtehude möchte keinen Flughafen. Na, sowas aber auch. Seid ihr irgendwie ein bisschen pissig? Furchtbar. Ich habe doch noch nichts gemacht. Na gut, ich habe da einen Bahnhof hingestellt, der nichts kann, aber ist daran furchtbar.